Herr Präsident, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen ja nur viel Erfolg wünschen, Frau Spranger. Der Antrag, den Grüne und Linke hier gemeinsam einbringen, ist in der Tat dringlich. Aktuell läuft der Verkauf von knapp 50 Wohnungen in Schöneberg. Täglich kommen dort Interessenten zur Besichtigung. Die Mieterinnen und Mieter haben sich zu Wort gemeldet und ja auch zum Wochenende die Politik eingeladen. Und deshalb erwarten wir vom Senat so oder so kurzfristiges Handeln im Sinne der betroffenen Mieterinnen und Mieter. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Umgang mit Immobilien des Bundes in Berlin und natürlich auch darüber hinaus neu zu bestimmen. Das betrifft im Übrigen nicht nur Wohngebäude, aber hier liegt zunächst aus naheliegenden Gründen der Schwerpunkt. Als die neue Große Koalition auf Bundesebene Ende letzten Jahres ihren Koalitionsvertrag präsentierte, hätte glatt die Hoffnung auf eine neue Liegenschaftspolitik des Bundes aufkommen können. Zur Belebung des Wohnungsbaus könnten nunmehr auch Konversionsflächen des Bundes genutzt werden, die künftig verbilligt abgegeben werden. So die Ausführung im Koalitionsvertrag, also nicht mehr zum sonst obligatorischen Höchstpreis. Allerdings, und das haben Sie ja auch erwähnt, wird der mögliche Einnahmeausfall gleich mal auf 100 Millionen Euro beschränkt. Und das ist dann für die gesamte Legislatur und das gesamte Bundesgebiet natürlich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht zuletzt sind diese Konversionsflächen natürlich nur ehemals militärisch genutzte Liegenschaften. Darüber hinaus wird dieser Begriff nicht angewandt. Diese vollmündige Ankündigung einer neuen Liegenschaftspolitik erweist sich also bisher als leeres Gerede. Die Wohnungen des Bundes stehen schon länger im Fokus der Öffentlichkeit. Ich erinnere an den Deal, bei dem über 11.000 TLG-Wohnungen zusammen mit diversen Gewerbeimmobilien an einen Hamburger Investor gingen. Seinerzeit ist übrigens die Treuhand-Liegenschaftsgenossenschaft Fair Wohnen, die sich auch um diese Wohnungen beworben hatte, mit fragwürdigen Argumenten vom Bundesfinanzministerium aus dem Bieterverfahren ausgeschlossen worden. Etliche bundeseigene und bahneigene Wohnungsbestände sind in jüngster Zeit zu Geld gemacht worden und es ist nichts darüber bekannt, dass wohnungspolitische Erwägungen bei diesen Verkäufen eine Rolle gespielt hätten. Das aber wäre ein wichtiges Kriterium gewesen, dessen Gewicht angesichts des wachsenden Mangels an bezahlbaren Wohnungen insbesondere in Berlin zunimmt. Auch dem Senat scheint zumindest teilweise klar zu sein, dass die aktuell laufenden Transaktionen für die Berliner Entwicklung bedeutsam sind. Deshalb war es auch zu begrüßen, dass die Stadtentwicklungsverwaltung mit dem Bund vereinbaren konnte, dass Bundesliegenschaften, die fürs Wohnen geeignet oder bereits genutzt werden, zuerst dem Land Berlin angeboten werden. In zwei aktuellen Fällen, einen haben wir schon gerade gehört, stellte sich aber heraus, dass die Preisvorstellungen des Bundes weit über den Zahlungsmöglichkeiten der städtischen Wohnungsbaugesellschaften liegen. Und hier liegt das Problem einer Liegenschaftspolitik, die auf Höchstpreise setzt und von wenig transparent gekennzeichnet ist. Wir kennen das aus den Berliner Debatten zur Genüge. Und es wäre wohl etwas vorschnell, wenn wir jetzt hier bilanzieren würden, Berlin hätte schon einen anderen Weg eingeschlagen. Möglicherweise sind Sie auf dem Weg, aber Sie haben nur ein sehr kleines Stück davon bisher bewältigt. Für die aktuellen Verkaufsfälle von Bundesliegenschaften in Berlin ist schnelles Handeln erforderlich. Die betroffenen Mieterinnen und Mieter in Schöneberg haben sich zusammengeschlossen und sie erwarten zu Recht politische Unterstützung auch von Berliner Seite. Und sie befürchten, nicht zu Unrecht, dass ein Verkauf zum Höchstpreis an einen renditeorientierten Erwerber, und wer soll denn sonst zum Höchstpreis kaufen, die Spirale Mieterhöhung, miettreibende Modernisierung und Verdrängung in Gang setzen wird. Diese Spirale muss politisch aufgebrochen werden. Und es liegt auf der Hand, dass dies zuerst für Immobilien in öffentlicher Hand erreicht werden muss. Vor diesem Hintergrund sind die bisherigen Äußerungen der Bundesregierung wenig hilfreich. Und auch die Berliner Finanzverwaltung gibt sich in einer Antwort auf eine kürzlich von mir gestellte Anfrage hierzu äußerst schmallippig. Natürlich kann der Senat keine Entscheidung für den Bund treffen, aber die Berliner SPD macht ja nach eigener Aussage erfolgreiche linke Politik mit der CDU und hat auch ganz mutig auf ihrem letzten Landesparteitag in diesem Sinne beschlossen, darüber hat Frau Spranger berichtet, die SPD ist Teil der Koalition im Bund, richtig? Deshalb erwarte ich, dass sich der Berliner Senat eben einschaltet und nicht herausredet. Wer glaubwürdig für eine andere Wohnungspolitik eintreten will, muss das auch gegenüber dem Bund deutlich machen. In diesem Sinne viel Erfolg.